Liebe Zuschauer, helfen Sie gerne und oft anderen Menschen? Das ist natürlich ein sehr edler Wesenszug und sogar Überlebensvorteil. Was aber, wenn das überhand nimmt? Wenn Sie vielleicht zu viel helfen, geht das? Hallo und herzlich willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt. Heute zum Thema Altruismus. Ich begrüße auch ganz herzlich meinen Experten, Herrn Professor Dr. Klaas-Hinrich Lammers. Sie sind Chefarzt der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Asklepios Klinik Nord. Herzlich willkommen. Guten Abend. Vielleicht sollten wir zuerst den Begriff Altruismus erklären. Was verbirgt sich dahinter? Also Altruismus bedeutet, dass jemand etwas tut, ohne dass er unmittelbar davon einen Vorteil hat und auch ohne, dass er dazu gezwungen ist. Das heißt, wenn ich jemand etwas gebe, ohne dass ich direkt etwas dafür bekomme, dann ist es Altruismus. Wenn ich ihm etwas gebe, weil ich weiß, der wird mir im nächsten Augenblick etwas dafür geben, dann wäre es kein Altruismus mehr. Und auch wenn man gezwungenermaßen etwas gibt, also zum Beispiel beruflich, ist es kein Altruismus. Also wenn ich als Psychiater anderen Menschen helfe, ist es ja keine altruistische Verhaltensweise, weil ich werde schlichtweg dafür bezahlt. Insofern, Altruismus ist etwas zu geben, ohne unmittelbar dafür etwas zu bekommen. Also kann man sagen, der Begriff Altruismus beschreibt nicht ein Krankheitsbild, sondern schlicht den Begriff Selbstlosigkeit. Ist das richtig? Ja, also mit Krankheit hat es erstmal überhaupt nichts zu tun. Es ist sogar eine ganz wichtige Eigenschaft von Menschen, altruistisch zu sein. Früher gab es ja die Vorstellung, eigentlich sind wir alle egoistisch und wenn wir etwas geben, dann nur um etwas zu bekommen. Das ist erwiesenermaßen falsch. Menschen handeln für andere, geben ihnen etwas aus ihrer inneren Natur heraus. Es ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Und wenn man sich fragt, woher kommt das, warum tun Menschen das, dann gibt es einige Antworten darauf. Eine, die mir unmittelbar einleuchtet, ist, dass Altruismus hält Gruppen zusammen. Das heißt, durch Altruismus geben wir anderen immer wieder Signale, ich tue was für dich, ich bin da, ich denke nicht nur an mich. Und das führt zu einer Gruppenkohäsion, also zu Zusammengehörigkeit, die für Menschen letztendlich überlebenswichtig ist. Wenn es nicht die pure Selbstlosigkeit ist, aus der man hilft, was können andere Beweggründe sein? Also wenn man Verhaltensweisen sich anschaut, wo jemand etwas Gutes tut, gibt es verschiedene Motivationen. Also eine Motivation wäre zum Beispiel, ich halte das einfach nicht aus, wie schlecht es dem anderen geht. Das wäre zum Beispiel etwas anderes, als wenn jemand sagt, ich fühle so sehr mit dem anderen, ich möchte ihm etwas Gutes tun. Wenn ich sage, ich halte das nicht aus, dann habe ich ja selbst ein unangenehmes Gefühl und ich tue es nur, damit dieses Gefühl weggeht. Dann gibt es Situationen, wo man etwas Gutes tut, weil schlichtweg erwartet wird. Also wenn man zum Beispiel in einer sogenannten Wohltätigkeitsgala ist oder Veranstaltung, wird schlichtweg erwartet, dass ich etwas Gutes tue. Das hat wiederum mit Selbstlosigkeit überhaupt nichts zu tun. Darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus, wo wir gerade bei dem Thema sind. Gibt es äußere Faktoren, die mich vielleicht sogar dazu zwingen zu helfen, auch wenn ich überhaupt nicht dazu bereit bin innerlich? Ja, also man weiß, dass beobachtet werden, gesehen zu werden, steigert selbstloses Verhalten. Das heißt, im Verhalten, wo man anderen etwas gibt. Also wenn man zum Beispiel durch die Straßen geht und da sitzt ein Bettler, würden die meisten dran vorbeigehen. Wenn man jedoch gerade mit jemandem zusammen dort geht, der einen darauf hinweist, dann steigt die Motivation, dir etwas zu geben, weil es in dem Moment sozial erwartet wird. Es gibt auch Umstände, die das Ganze fördern. Also man darf nicht denken, dass Menschen einfach von Natur aus selbstlos sind und in jedem Augenblick tun sie das, sondern selbstloses Verhalten hat häufig auch was mit Möglichkeiten, mit bestimmten Situationen zu tun. So weiß man zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg, dass dort bestimmte Leute Juden geholfen haben. Und man hat das genau untersucht, wer war das, warum haben die das gemacht. Und eine Sache hat man gefunden, dass die, die Kellerräume hatten, viel häufiger geholfen haben als die, die keine hatten. Das heißt, die, die Möglichkeit hatten, waren natürlich eher bereit zu helfen, als die, die nicht die Möglichkeit hatten. Das ist jetzt nur so ein kleines Bruchstück von selbstlosem Verhalten. Aber es hängt von ganz vielen Komponenten ab, ob jemand sich selbstlos verhält oder nicht. Also auch da ging es dann ja wirklich um das Sicherheitsdenken auch dazu, was ja... Ja, natürlich. Also herzuleiten ist. Wenn ich helfen will, muss ich etwas haben. So, insofern ist auch diese Vorstellung, die Menschen sind egoistisch, das ist schlecht, natürlich vollkommen verkehrt. Wir müssen egoistisch sein. Wir müssen von Natur aus um unser Überleben kämpfen. Auch das hilft ja dem Überleben. Natürlich. Und in dem Moment, wo ich etwas für mich habe, also sagen wir, ich habe Geld verdient, kann ich es auch in begrenztem Maße anderen wiederum geben. Das heißt, es ist eigentlich ständiges Geben und Nehmen. Und man kann sogar altruistische Verhaltensweisen bis ins Tierreich hinein verfolgen.
Das heißt, das ist nicht nur eine menschliche Eigenschaft, sondern man weiß zum Beispiel, jetzt mal ein Experiment von Fledermäusen, dass die bereit sind, ihre Nahrung mit anderen Fledermäusen zu teilen, die keine Nahrung bekommen haben. So, warum tun die das? Weil letztendlich als Gruppe sie überleben können, weil wenn nämlich die, die heute was gibt, morgen nichts hat, bekommt sie wieder vom anderen was gegeben. Das heißt, Altruismus ist ein ganz wichtiger evolutionärer Mechanismus, um zu überleben. Ich würde trotzdem noch einmal gerne zurückkommen auf das Thema soziale Komponenten, die mit einspielen. Das Thema Klingelbeutel in der Kirche ist, glaube ich, da ein ganz gutes Beispiel, dass Sie das vielleicht noch mal erklären. Naja, also Klingelbeutel ist, was rumgeht, wo jeder schaut. Das heißt, beobachtet werden zwingt dann natürlich eher etwas zu geben, als wenn dieser Klingelbeutel quasi in einem Raum stünde, wo man alleine reingeht. Man weiß, um das ganze Beispiel vielleicht ein bisschen umzudrehen, man weiß zum Beispiel aus dem Zweiten Weltkrieg wiederum, dass wenn Polizeibataillone für sehr furchtbare Aufgaben rekrutiert wurden, dass die unmittelbar davor gefragt wurden, möchte jemand da nicht mitmachen? So, und vor der Gruppe würde keiner sagen, nein, ich kneife jetzt. Einzeln befragt, hätten ganz viele gesagt, nein, das möchte ich nicht. Also insofern, auch so Klingelbeutel ist halt ein soziales Geschehen, wo es auch eine Norm gibt. Es gibt eine Erwartung. Allerdings, wie viel jemand gibt, ob er einen Cent reintut oder 10 Euro, das wiederum kann man nicht steuern. Das hat ja nur nichts mit Altruismus zu tun, dann mehr. Aber ab wann kann man wirklich von Altruismus sprechen und dann auch, dass Sie ins Spiel kommen, dass es tatsächlich behandlungsbedürftig wird, dass ich vielleicht auch meinem Gegenüber sagen muss, hör mal zu, vielleicht solltest du mal nachfragen. Also das Ganze kann man unter diesem Begriff Helfersyndrom subsumieren. Also das heißt, jemand, der für die anderen immer da ist, immer tut, immer macht, sich vollkommen dabei verausgabt und gar nicht an sich selbst denkt. Das kommt vor und das liegt in der Natur der Sache, weil stellen Sie vor, Sie sind Bankbeamter. Dann ist abends um 5 die Kasse dicht, die Rechnungen sind gemacht. Wenn Sie jetzt dort in der Bank blieben, gibt es nichts zu tun. Das heißt, wenn Sie nach Hause gehen, können Sie sagen, alles gut, morgen beginnt ein neuer Tag. Wenn Sie jetzt, sagen wir, als Psychotherapeut oder Arzt tätig sind oder Psychiater, ist es ja eigentlich nie genug. Das heißt, wenn Sie abends um 6 nach Hause gehen, ist das Elend oder Leid natürlich noch da? Patienten wollen immer mehr Gespräche haben. Ob das nun hilft oder nicht, ist eine ganz andere Sache. Aber die Bedürftigkeit, die Not des anderen ist ja abends um 6 nicht beendet. So, und diesen Appell, den die anderen einem geben, dem muss man auch widerstehen können, wenn man ein guter Arzt oder Psychotherapeut sein möchte. Weil ein guter Psychotherapeut zieht immer eine Grenze und sagt, mehr kann und will ich nicht tun, weil sonst würde ich dadurch Schaden nehmen. So, und das ist der Moment, wo so ein selbstloses Verhalten dann umschlägt in ein selbstschädigendes Verhalten. Ohne Ihnen da jetzt zu nahe treten zu wollen, dass es nicht gut ist, wenn man nicht Schluss machen kann, beim Beruf nicht Nein sagen kann und sonst zu spät immer nach Hause kommt, kann ich mit Verstand natürlich auch selbst herleiten. Wo kommen Sie ins Spiel? Also wo sagt man, jetzt muss behandelt werden und wie behandeln Sie? Also, wenn jemand unter chronischem Stress steht, und das wäre es ja, wenn er so ein Helfersyndrom hat, er kriegt nicht genügend Ruhe, nicht genügend soziale Kontakte, kommt abends spät nach Hause. Unter Stress entwickeln sich viel eher psychische Erkrankungen als ohne Stress. Man weiß heute, dass Stress der Nährboden ist für Angsterkrankungen, für Depressionen, für Suchterkrankungen und diverse andere Erkrankungen. So, das heißt, wir kommen ins Spiel, wenn jemand zum Beispiel mit einer Depression kommt. So, dann gucken wir uns natürlich immer genau an, was ist da passiert. Und wenn man rausfindet, der arbeitet viel zu viel, der opfert sich auf, der sorgt nicht für sich selbst, dann würden wir natürlich auch an diesem Verhalten arbeiten. Weil wenn der jetzt, sagen wir, 600 Klinik wäre, aus seinem sozialen Kontext entfernt, dann würde es ihm besser gehen. Aber wenn er zurückging, wird er das Gleiche machen wie vorher. Das heißt, wir arbeiten dann an diesen sogenannten Bedingungsfaktoren für die Depression und dazu gehören unter anderem auch solche Verhaltensweisen. Gehören denn Depression und Altruismus oft zusammen? So weit würde ich nicht gehen. Also Depression ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. Heutzutage läuft ja sehr viel unter Depression, was aber grundsätzlich sehr verschieden sein kann. Depressionen haben sehr viele verschiedene Ursachen. Das kann Stress sein, das kann auch eine Veranlagung sein, das können Medikamente sein, die Depressionen verursachen. Wenn ich jetzt so gewichten müsste, wie häufig sind es Menschen, die sich so verausgaben? Das ist nicht selten, bloß das ist dann
vielleicht gar nicht mal so Altruismus, das kommt auch ins Spiel, sondern Perfektionismus. Mhm. Und das ist ein Begriff, der sicherlich sehr hoch zu hängen ist, dass Menschen, die die Auffassung haben, ich muss alles richtig machen, mhm, ich darf keine Fehler machen, ich muss auch für die anderen immer da sein und perfekt sein, dass die letztendlich ein so hohes Stressniveau haben und eher depressiv werden. Warum tun Menschen denn das? Warum helfen sie so viel, bis es wehtut? Ach, das ist eine schwierige Frage. Das kann man letztendlich also in der kürzesten Zeit kaum beantworten. Wissen Sie, man guckt sich immer das Individuum an. Ich finde es verkehrt, wenn man sagt, grundsätzlich machen Menschen das, weil. Es gibt ja ganz viele verschiedene Motivationen. Jetzt sagen wir mal, ein Mensch ist eigentlich eher einsam. Mhm. So, die anderen zu helfen, ist eigentlich der einzige Kontakt, den er hat. Dann dieses Feedback zu bekommen von den anderen, sie sind so nett und sie sind so gütig und sie sind der Einzige, der mir wirklich zuhört, ist natürlich auch das, was wir in der Psychologie Verstärker nennen, wo jemand sich gut bei fühlt. Und das Ganze kann natürlich irgendwann so außer Rand und Band geraten, dass jemand gar nicht mehr merkt, dass es zunehmend zu einer Belastung wird und ihm eigentlich gar nicht mehr gut tut. Ja, denn eigentlich ist es doch oftmals eine Win-Win-Situation. Ich helfe jemandem, ihm wird geholfen und ich fühle mich besser dabei und der dem geholfen wird, ihm geht es besser am besten. Ja, das Problem ist natürlich, wenn Sie jetzt ein altruistisches Verhalten oder prosozial, kann man es auch nennen, in der Familie haben, dann haben Sie einen Kontext, in dem dieses Verhalten auch immer wieder zu positiven Erlebnissen führt. Also ich habe irgendwie die Oma 100 Kilometer nach Hause gebracht, weil es ihr so schlecht ging. Das wird von anderen gelobt, gesehen und das baut sich so mit der Zeit auf. Und man ist in so einem richtigen Netz drin, was durch dieses Verhalten auch gestärkt wird. Als Arzt sehen Sie einen Patienten einen Tag, einen Monat, zwei Monate und dann ist er weg. Er soll weg sein. Wir wollen ja nicht als Therapeuten uns einen artifiziellen Freundeskreis aufbauen, sondern wir wollen Menschen helfen. So, wenn die weg sind, dann ist auch dieser Bezugsrahmen weg. Mhm. Das heißt, man fängt im Grunde wieder bei Null an. Und das ist ein nicht gesundes Verhalten, zumal, und da kommt auch noch etwas Wesentliches ins Spiel, die Patienten ja nicht dazu da sind, dass es uns gut geht. Das heißt, Patienten sind nicht dazu da, dass sie uns loben und sagen, sie sind so toll und ohne sie hätte ich es nie geschafft. Das heißt, dieses Feedback, was ja auch dazu gehört, ist ganz wichtig und das hat man bei Patienten in der Regel nicht. Ist es nicht auch so, dass dieses altruistische Verhalten, da wo es wirklich auch auffällig ist, die Umgebung schlichtweg nervt und es ins Gegenteil umschlägt? Also das würde ich nicht unter den Begriff Altruismus dann bringen, sondern wenn jemand, sagen wir so, bewusst sich aufdrängt immer mit seiner Hilfe, man merkt, der braucht das, um irgendwie zu überleben, das kann natürlich sehr auffallend sein. Das kann auch nerven. Es gibt auch diesen Spruch, schönen Spruch, bitte nicht helfen, mir geht schon schlecht genug. Das heißt, jemand, der immer wieder sagt, ich tue was Gutes für dich, ist natürlich auch kein angenehmer Zeitgenosse. Es ist ja auch wichtig, dass man merkt, dass andere Menschen auch für sich selbst sorgen können, dass sie auch egoistisch sein können. Das gehört ja zu unserem Leben dazu. Das Interessante ist, es gibt Studien, die zeigen, wenn sie gegenüber anderen sehr altruistisch sind, erzeugt das Misstrauen. Das heißt, wenn sie zu viel für andere tun, zu viel geben, werden andere Menschen misstrauisch, weil von Natur aus sie fühlen, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Weil der muss doch einen egoistischen Hintergedanken haben. Egoistisch oder dass irgendwas ist nicht in Ordnung. Also das passt nicht in unsere Art zu funktionieren, weil wir davon ausgehen, dass andere auch an sich denken. So, in dem Moment, wo jemand diese Regel, diese verborgene Regel nicht befolgt, erzeugt er bei uns ein Gefühl von Unwohlsein. Und das ist etwas, was natürlich dann auch nicht gerade sehr funktional ist. Kann man denn abschließend sagen, dass es zu einem Krankheitsbild werden kann? Wenn ja, wie wird das dann benannt? Sie sagten ja, Altruismus selbst ist keine Krankheit. Also ich würde sagen, dass dieses Altruismus, prosoziales Verhalten, wenn das übergeht in Perfektionismus und in Aufopferung, also nicht mehr an sich selbst denken können, nur noch von anderen da sein können, dann ist es ein Stressfaktor, der zu Erschöpfung führen kann. Das, was heute als Burnout bezeichnet wird, worüber man auch wieder sehr viel diskutieren kann, aber zu einer chronischen Stresserkrankung. Und das kann in einer schweren Depression münden. Und das sollte auf jeden Fall behandelt werden. Herr Lammers, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich fand es sehr interessant. Gerne. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, Ihnen kann ich auch nur danken fürs Zuschauen, Zuhören und hoffe, dass wir Sie gut informiert haben. Ein Thema, das wahrscheinlich selten so ausführlich diskutiert wird.
Wenn Sie sich über weitere Themen informieren möchten, können Sie das jederzeit tun auf unserer Website unter www.asklepios.com/nachtvorlesungen und natürlich auch jederzeit auf YouTube. Ich danke Ihnen vielmals. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.